Hallo zusammen, hi everyone. Ich habe hier einen Keilrahmen mit 30 auf 24 cm. Ja, got a canvas. That's 30 to 24 cm. Möchte heute eine Swirl-Technik machen. Links und rechts und in der Mitte praktisch so eine Linie noch ziehen. Make a Swirl-Technik. Left or right. Or left and right. And make a different point in the middle. Gut, ich habe Farbe vorbereitet und zwar, das ist Light Blue Permanent von Liquitex Basic. Das ist Bronze, das ist Bronze. Dann habe ich noch Carmin Rot, also Charmin. Das ist a Must Look. Ich muss erstmal kauen. Ja, ist Gelb-Ocker, Okra und Metallo Blue, also Blau. Okay, dann würde ich sagen, wir mixen mal. Das Blau und Kupfer, ohne Silikon, USA Silikon. Okay, Becher ist voll, der Cup ist voll. Fangen wir hier mal an. Okay. Und let it flow. Lass uns mal laufen. Muss man ein bisschen mehr machen. Man macht a little more. Gut. Okay. So. Und nun mische ich in das Rot, Ocker und Blau Silikon rein. I do it silicone in red, okra, and blue. Shake it. Mix it a bit. Haben wir noch einen Becher, ne? Und nie der Cup.
Misch diese drei Farben. Yeah, mix this three color. So, und zieh das hier in einer Linie drüber. Yeah, take this line. A little more blue. Okay. Nun machen wir es ein bisschen heiß mit dem Heißluftföhn. Yeah, we take a little with the heat gun. Nun lassen wir es noch ein bisschen laufen. We'll let it flow a little. Okay. Nochmal ein bisschen mit dem Heißluftföhn. One more time with the heat gun. Würde das gerne ein bisschen breiter haben, dass eine Linie ist. So, I think it's better. Ich denke mal, das ist besser. Jetzt nochmal mit dem Heißluftföhn. A little with the heat gun. Nice, okay. Gefällt mir ganz gut. Hab hier noch etwas Dreck drin. Ist draußen, it's out. Okay. Also ich finde, es sieht ganz gut aus. Ich lasse es nochmal 10 Minuten einwirken. Und dann lasse ich es euch wieder von daheim sehen. I let it work for 10 minutes and then you can show it from here. And then see you. Also bis gleich. So Leute, ich bin zurück. I'm back. Now we look from near. Schauen wir es mal von daheim an. Ich denke einfach, wir müssen warten, bis es getrocknet ist, dann kommt die Bronze besser raus noch. Yeah, we must wait. It's dry, then comes the bronze better out. Ich finde es gut, wie sich das dann verteilt hier noch. Yeah.
or find it nice. The flow a little here. Here comes the blue out. Also wo dann das Blaue noch rauskommt. Very nice. Okay. Gut. Dann hoffe ich, euch hat das Bild gefallen, auch das Video. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, von dieser Technik. Und dann denke ich mal, gerne Daumen hoch und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ja, yeah, if you like it, this picture and this video, write me in the comments, tell me. And thumbs up when you like it. And then see you next time. Okay, bis dann. Tschüss. Bye.